Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Königin Meve. Wir haben eine bedeutsame Person, so kann man es vielleicht sagen, getroffen, nämlich Ike von Denesle oder Denesle, bin mir nicht sicher, wie es ausgesprochen wird, der sich sogar unserer Gruppe angeschlossen hat. Der ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Erstens, er kommt in den Büchern vor, allerdings nicht in den Romanen, sondern in dem zweiten Kurzgeschichtenband Das Schwert der Vorsehung in der Geschichte Die Grenze des Möglichen. Die Geschichte ist ein bisschen bekannt geworden, weil sie auch in der Witcher-Verfilmung in der Serie in der ersten Staffel eine Rolle gespielt hat. Nämlich, das ist diese Drachenjagd, wo verschiedene Gruppen sich auf den Weg machen, einen Drachen zu jagen. Und dieser Ike ist auch dabei, der von dem Geralt sehr respektvoll spricht, dahingehend, dass er wirklich gut ist in dem, was er tut. Allerdings verdirbt er ihm das Geschäft, weil er eben kein Geld nimmt dafür. Das war jetzt auch schon angesprochen, das Thema. Zum Zweiten ist er relevant, weil wir seinen Sohn kennengelernt haben, nämlich in The Witcher 1, Siegfried. Ja, Siegfried ist sein Sohn. Und daher wissen wir im Übrigen auch, dass Ike, der Vater, gestorben ist bei einem Kampf gegen einen Manticore. Das ist natürlich interessant. Möglicherweise ist es dieser Manticore, auf den wir jetzt gleich treffen werden. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal kurz in unser Kartenset. Da finden wir ihn nämlich. Ich denke, wir sollten ihn ins Set nehmen, auch wenn wir die Manticore-Trophäe selbst noch nicht haben. Die Frage ist, was nehmen wir raus? Er kostet 10 Versorgung. Und wann immer eine Verbündete einen Schaden zufügt, wird kräftige diese. Das ist schon nicht schlecht. Es ist ein bisschen schwierig zu entscheiden, was wir wegnehmen. Ich tendiere dazu, eine Arbaleste mal wegzunehmen. Wobei, die macht Schaden. Die ist eigentlich wichtig. Ah, ist schwierig. Wisst ihr was? Ich nehme mal den Plünderer weg. Oder den Streitwagen. Wir sind sowieso, unsere Seite ist sowieso immer ein bisschen voll. Und wir haben ja immerhin die Pikeniere, um die Wagenburg aufzufüllen. Wir nehmen den Streitwagen mal raus und nehmen dafür ihn mal rein. So, auf jeden Fall bei diesem Kampf sollte er dabei sein. Habe ich das jetzt gespeichert? Oh, warte mal. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt noch extra bestätigen. Ja, er ist mit drin. Alles klar. Okay, dann ziehen wir mal und schauen mal, was wir hier bei dem Manticore erleben. Gibt es hier das noch was anderes? Das ganze Dorf ist jetzt ein Massengrab. Oh Gott. Heilige Mutter, sieh die vom Bösen gebeutelten Seelen, die Schutz und Trost suchen. Heilige Mutter, sieh die vom Bösen gebeutelten Seelen. Hier wird's richtig düster. Finden wir hier noch in was? In dieser Schlucht, die Bestie, ich spüre sie. Ja, ich spüre sie auch. Das ist ziemlich eindeutig, dass hier irgendwas Böses haust. Noch ein paar Kisten und jetzt müssen wir rein. In den fernsten Tiefen einer gewundenen Klamm fanden die Späher einen riesigen Höhleneingang. Zwischen den Felsbrocken in der Höhle lagen bleichende Knochen. Ike saß ab und zog das Schwert. Durch die Gnade der Götter haben wir die Bestie gefunden. Er hob den Blick zum Himmel. Wir benötigen ihre Gnade noch für den Kampf. Ja, wir haben ja gesagt, wir helfen, ne? Klar, helfen wir. Meve warf einen kritischen Blick auf ihren Schild. Holz in Leder und dünner Plattierung. Ein Schwert konnte er aufhalten. Aber den Hieb einer Bestie? Renard bemerkte ihr Zaudern und trat auf sie zu. Euer Gnaden, niemand wird despektierlich reden, wenn ihr zurückbleibt. Aber despektierlich denken, erwiderte Meve. Das ist schlimm genug. Es herrscht Krieg. Ich darf meinen Männern nicht schwach erscheinen. Ohne eine Antwort abzuwarten, schritt Meve in die Höhle. Die Männer folgten ihr, gleichermaßen furchtsam wie vertrauensvoll zu ihrer Königin und Befehlshaberin. Augenblicke später dröhnte ein mächtiges Brüllen durch die Höhle. Oha. Was erwartet uns? Sonderregeln, verkürzter Kampf. Okay. Manticore sind furchteinflößende Bestien. Ein Ochsenfurter Professor stellte sogar die These auf, ihre bloße Existenz sei der Beweis, dass die Götter entgegen landläufiger Meinung nicht wohlwollend und gnädig sind. Die Publikation der These zog eine hitzige theologische Debatte nach sich. Alsbald jedoch von Hexenjägern dadurch beendet, dass sie den Gelehrten auf den Scheiterhaufen warfen. Töte den Manticore. Okay, wir müssen Schaden machen.
Immer so ein bisschen ein Problem. Verkürzter Kampf. Naja, gucken wir mal. Da haben wir unseren Wagen. Und unser Arbalesten. Ich kann es mir nicht merken. So. Ja, der Bär ist eigentlich, ehrlich gesagt, irrelevant. Wir wissen aber noch nicht, was der Gegner so macht und drauf hat. Ne? Verbergen mal kurz die Karten. Oh. Oh, das ist ja cool. Krass. Oh, wow. Ja, man hätte vielleicht... Ach so, das ist vordefiniert, was wir hier haben. Nee, stimmt nicht. Das ist unser Befehl. Ja, das ist immer schade, ne? Ich wünschte mir, dass man am Anfang der Schlacht noch, wenn man versteht, worum es geht, was man tun muss, dass man hier die Befehlseigenschaft noch wechseln könnte. Naja, gut. Aber das kann uns auch helfen. So, unbeweglich. Verschiebe jeden Zug zu Beginn des Zugs eine zufällig gewählte gegnerische Einheit von der Fernkampf- in die Nahkampfreihe. Okay. Das heißt, der bringt das alles ein bisschen durcheinander. Der Manticore-Kopf. Füge dieser Einheit immer dann 6 Schaden zu, wenn eine weitere Gliedmaße zerstört wurde. Aha. Okay, das ist... Also insofern ist es besser, wenn wir erstmal die anderen zerstören. Oh, hier würde aber diese Fähigkeit, dass wir Schaden auf gleich starke Karten bringen, die würde hier richtig was reißen. Gut, also der verschiebt. Manticore Bein. Füge alle 4 Züge zu Beginn des Zugs allen Einheiten in der Nahkampfreihe 2 Schaden zu. Und das 2-mal. Wie unangenehm. Zerstöre alle 3 Züge zu Beginn des Zugs die gegnerische Einheit, die sich auf der Nahkampfreihe am weitesten links befindet. Wann immer eine gegnerische Einheit verschoben wird, füge ihr einen Schaden zu. Oh, das ist unangenehm. Wir müssen erst den Schwanz, würde ich sagen, besiegen. Wenn man theoretisch alle Teile besiegt hat, 5x6 hat man schon 30 Schaden gemacht. Aber kriegen wir so viel Schaden hin? Ah, wir brauchen natürlich hier irgendwie Massenschaden, ne? Ah, das ist knifflig. So, der Pikinier kommt raus. Einsatz. Füge einer gegnerischen Einheit Schaden in Höhe der Stärke dieser Einheit zu. Ja, das ist natürlich super. Da machen wir schon direkt einmal 7 Schaden. Okay, das ist hilfreich. Den Bär brauchen wir, glaube ich, nicht. Das Horn ist auf jeden Fall gut. Könnte man diesmal sogar am Anfang einsetzen, weil der Gegner vermutlich keine Karten zieht. Bär packen wir mal weg. 3 Regimentstrommler ist ein bisschen viel. Die Demeritium-Bombe brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Jetzt haben wir schon 4 Arbelasten. Ich nehme einen Trommler nochmal raus. Ja, Odo ist natürlich super. Aber wir brauchen den Wagen. Das ist das Problem. Der Sensenkämpe ist irrelevant im Moment. Stärke ist nicht das Thema. Ah, verdammt, wir brauchen den Wagen. Und ich gewahrte dem Biest, seine boshafte Stirn geschmückt mit Hörnern. Okay, das ist ein Problem. Oh, Götter. Jetzt haben wir ein echtes Problem, weil wir dadurch, dass wir den Wagen nicht bekommen haben, einfach nur... Wir kriegen den auch nicht. Das ist das Thema. Weil der Wagen ist keine Blitzkarte und wir haben 2 Wagen drin. Ey, das ist ärgerlich. Wir brauchen den. Aber wir werden den hier nicht nachziehen können. Hat sich den Plünderer nicht rausgenommen, sagt man? Ach, wir haben den jetzt 2-mal drin, weil der wahrscheinlich standardmäßig jetzt hier drin... Ah, okay. Ja, das nützt uns aber nichts. Wir kriegen ja nur Blitzeinheiten nachgezogen. So, warte mal. Haben wir wenigstens noch eine... Ja, wir haben noch 2 Arbalesten. Okay, das sind die, die wir dann auf jeden Fall holen müssen. Der ist ja auch keine Blitzeinheit. Das heißt, wir können insgesamt
1, 2, 5 Arbalestenschüsse abgeben. Plus Ike. Plus das Horn. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Von der. Okay, der holt die immer in die Nahkampfreihe rein. Hm. Na gut. Ich würde sagen, wir bringen mal als erstes Ike, dann bringen wir unsere Pikeniere und dann müssen wir mit den Arbalasten anfangen. Und das lyrische Horn können wir natürlich auch schon blasen, um jeweils 2 Schaden zu machen. Ah, ich bin mir nicht sicher. Also möglicherweise müssen wir das Deck nochmal neu. Vorsicht vor seinen Krallen! Sie zerfetzen selbst die stärkste Platte! Ja, ja. Klar. Ich werde aber erstmal den Schwanz erledigen. So. Gut. Zug beenden. Okay, die zieht er hin und her. Interessant. Ach so. Fern-Nahkampf, Nah-Fernkampf. Ich verstehe. Und dann kommt nämlich der Schwanz, der dann den Schaden macht. Ja, okay, alles klar. Ja, dann spiele ich jetzt mal noch nicht die Pikeniere. Ich hatte gesagt, dass ich das Horn... Obwohl, brauchen wir das jetzt schon? Ist eigentlich egal, wann wir es spielen, ne? Ah, ne, warte mal. Mit dem Horn können wir unsere Leute ja verstärken. Pass auf, dann spiele ich jetzt die Pikeniere. Lyrische Trottel. Ja, und jetzt müsste er die doch... Ach ne, er wird stärker. Ja, gut. Okay, jetzt will ich den aber behalten, deswegen werde ich jetzt das Horn spielen. Den Schaden können wir eh nur einmal machen. Passt auf! Der Schwanz trieft vor tödlichem Gift! Ah ja, leider. Jetzt zerstört er eine, die sich auf der Nahkampfreihe am weitesten links befindet. Es kann sein, dass er einer von den Pikenieren zerstört. Wobei das jetzt eigentlich für uns irrelevant ist, weil die Karten eh ja selbst keinen Schaden machen. Eieieiei. Na gut. Okay. So, dann spielen wir jetzt eine Arbaleste und machen erstmal den Schwanz kaputt. Was macht er hier? Allen gegnerischen Einheiten in der Fernkampfreihe. Oh mein Gott, ja gut. 2 Schaden hätte noch Grenzen. Und der in der Nahkampfreihe, ja gut. Ich brauche ein Ziel. Behalte dein übles Gift für dich! Ja. Jetzt ist aber die Frage, ist es eigentlich sinnvoll, die ganzen Teile wirklich zu töten? Oder wäre es nicht sinnvoller, den Schaden direkt auf ihn zu bringen? Wenn wir jetzt mal berechnen, wir haben noch 4 ab... Ah, wow. Weil wir brauchen 2 Schüsse jeweils, um die zu killen. Wir haben aber insgesamt nur noch 4 Schüsse. Und das würde nicht hinkommen, ehrlich gesagt. Das ist die Schwierigkeit daran. Ich glaube, wir müssen den Schaden direkt machen. Wir müssen auch maximalen Schaden machen. Ah, stopp. Wir haben natürlich noch durch den Kriegshammer und die Loyalfähigkeit die Möglichkeit, Zusatzschaden zu machen. Das ist auch nochmal wichtig. Richtig. Das werde ich in der nächsten Runde machen. So, das hat natürlich wehgetan. Jetzt natürlich die große Frage. Bringe ich jetzt schon die Arbalaste? Mache nur 7 Schaden oder warte ich damit noch eine Runde? Arbalaste. Ja, ich bringe sie jetzt schon. Wir müssen unsere Fähigkeit jetzt einfach mal triggern. Schütze zu Diensten! Und ich ziele direkt auf ihn. Meines Erachtens ist das das Beste. So. Jetzt will ich als nächstes die nächste Arbaleste bekommen. Ja, natürlich dahin. Das ist doch ätzend. Da. Heißt nicht gegenüberliegende
Na gut, die sind am nächsten, ja. Okay. Das ist natürlich nicht so toll gelaufen. Zug beenden. So. Bringen wir jetzt den Regimentstrommler oder die nächste Arbaleste. Damit machen wir dann 8 Schaden. Dann sind wir bei 22. Ah, reicht natürlich noch nicht, ne? Wir müssen eigentlich den maximalen Schaden raushauen. Warte mal, wie viele Arbalesten haben wir jetzt noch? 3. Okay, das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Weil wir ja jetzt maximal 9 Schaden nur noch machen können. Können wir das überhaupt noch gewinnen? Das ist die große Frage. Okay, wir müssen den Schaden maximieren. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. So, sie kann auf jeden Fall schon wieder auswählen. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch die Arbaleste spielen. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Macht halt nur 9 Schaden, ne? Das reicht nicht. Das ist das Doofe daran. So, wir sollen... Nein, nein, ich habe den Trommler ausgewählt. Bin ich ein Idiot? Den will ich ja gar nicht haben als nächstes. Ah, okay. Gut, verschiebt das Problem nur ein bisschen. Okay, wir könnten jetzt schon die nächste spielen, wenn wir das wegnehmen. Lyrien! Ah, halt auch nur wieder 9. Aha. Ja, der hat natürlich... Ich meine, wir kriegen hier mit den Arbalesten auch hier Schaden. Vielleicht können wir auf dem Weg das Ding noch getötet. Wäre jetzt gut, wenn mal einer oben bleiben würde, weil wir haben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt ein Problem. Ihr seht es vielleicht auch. Die Reihe ist voll. Das Problem können wir nicht lösen. Da muss ich jetzt oben mal einen hinpacken. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Ja, jetzt wäre ich ganz dankbar, wenn sie mir mal einen wegtöten. Links, rechts, links, rechts, links, ja, jetzt rechts. Kriegen wir bald Probleme. Jetzt muss mal einer sterben. Aber das kriegen wir nicht hin. Okay, ich nehme den Befehl. Wieder und wieder und wieder. Ich sehe gerade, das wird problematisch, Leute. Ich mache ihre Fähigkeit. Und jetzt wähle ich aber die richtige Karte, nämlich die. Ah! Ah! Wir hätten ein bisschen Glück gebraucht. Wenn der nämlich tötet, wäre der nämlich stirbt, hätten wir 6 Schaden hier. Und dann mit der Arbaleste wäre es kein Problem. Oh Gott. Ist das ärgerlich. So, und dann haben wir wir haben jetzt keine Karte mehr, Leute. Und damit müssen wir passen. Naja, ich glaube, das war's. Ihre Majestät ist außergewöhnlich. Ja, außergewöhnlich. Ja, wir kriegen die jetzt, können die hier nicht platzieren. Machen jetzt ein nur Bolzen. Mehr 6 Schaden. Das ist genau die 6 Schaden, die wir kriegen würden, wenn das Ding weg wäre. Ja, Leute, das war's. Okay. Ach, bitter. Gut, aber das liegt ein bisschen am... Also wir hatten definitiv mit der Wagenburg hätten wir das locker geschafft. Ist die Frage. Wir müssen einfach mal den letzten Kontrollpunkt laden. Weil... In dieser Schlucht, die Bestie, ich spüre sie. Weil wir unser Deck ändern müssen, vermutlich. Unsere Anführerfertigkeit muss wahrscheinlich
nochmal eine andere sein. Also der Kriegshammer. Also man könnte nämlich jetzt, füge einer Gegenstand und allen weiteren einer mit derselben Stärke 4 Schaden zu. Das ist einfach zu stark, Leute. Das ist einfach zu stark. Ich glaube, das werde ich aktivieren. So, und jetzt bräuchten wir trotzdem noch die Wagen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. In den fernsten Tiefen einer gewohnten. So, das kennen wir schon. Mewe warf eine. Dann geht jetzt alles ein bisschen schneller, weil wir wissen, was uns erwartet. So, jetzt ist ganz wichtig. Bitte gib mir den Wagen. Nein, wieder nicht. Verdammt. Die brauchen wir nicht. Der ist gut, aber nur einmal. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Ey! Ja! Wagenburg, oh Gott. Das Horn ist gut. Den Bär brauchen wir nicht. Aber lässt es aber auch ganz gut. Dann nehmen wir ihn. Und ich gewahrte dem Biest seine boshafte Stirn geschmückt mit Hörnern. Okay, okay, okay. Oh, so. Götter. Oh, Götter. Ike, ich glaube, wir starten wieder mit dir. Aber warte mal. Wenn wir den spät bringen, müsste er ja mehr verstärken. Gilt das auch, wenn wir die Karte auf der Hand haben? Wann immer ein Verbündeter einen Schaden zufügt, kräftige diese Einheit. Wenn das auf der Hand auch gilt, dann ist das natürlich fantastisch. Das wäre natürlich fantastisch. Dann das Blöde ist an der Wagenburg, dass sie natürlich jetzt richtig Schaden schon bekommt. Ne? Wenn wir sie jetzt spielen. Aber wir müssen sie gleich spielen, das ist das Problem. Wir müssen die bloß irgendwie verbessern. Das können wir mit dem Horn machen. Boah, ist das gemein. Oder wir spielen vorher eine andere Einheit, die dann erstmal genommen wird. Quasi so eine Lock-Einheit. Was ist, wenn... Nee, den Pikinier können wir nicht spielen. Wir spielen mal den Kempen zuerst. Oder vielleicht den Regimentstrommler. Der hat ja Rüstung. Wieder. Vorsicht vor seinen Krallen! Sie zerfetzen selbst die stärkste Platte! Naja, schon klar. Okay. Aber wir können eigentlich gleich mal das aktivieren, wobei... Ja, doch. Machen wir das mal. Ah, macht hier Schild runter. Sehr gut. Das war auch ganz gut. Er nimmt immer... zufällig gewählte Einheit. Okay. Wenn wir Glück haben, wird die Wagenburg jetzt nicht genommen. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Die müssen wir aber jetzt spielen. Wir könnten aber jetzt schon den Regimentstrommler einsetzen. Okay. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ja, natürlich wurde die erwischt. Das ist dämlich. Das heißt, sie hat auch ihren Schild verloren. Oh, wie... Oh. Das ist ja wirklich dämlich. Pass auf, wir nehmen das lyrische Horn jetzt mal. Machen da jetzt den Schaden schon. Passt auf! Der Schwanz trieft vor tödlichem Gift! Okay, das ist, dass die jetzt nun auch immer erwischt wird. Das ist ja eigentlich verschiebe ihn zufällig gewählte Einheit, ey. Da haben wir echt Pech. Schon wieder Pech. So. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass die jetzt. Der Sold steht aus. Mal wieder. Oder wir bringen einfach den Schaden jetzt mal durch. 4 Schaden. Ist die Frage, wo wir den jetzt machen. Wir könnten natürlich den hier unten machen. Und diesmal dann anders vorgehen. Wir haben aber wieder das Problem mit den Arbalesten, wo wir da unten jetzt wieder keinen Platz haben. Eine können wir natürlich noch raushauen. Aber ich würde sagen, wir machen doch oben Schaden. Wo
wobei die muss irgendwie verschwinden. Ja, übrigens, er wird stärker. Insofern spielen wir ihm als letztes. Das ist der entscheidende Clou, glaube ich, hier dran. Dann machen wir doch hier unten. Machen wir mal den anderen Weg. Machen wir doch da unten Schaden. Ja, ist ja fantastisch. Er hat jetzt schon 19. Okay, das ist der entscheidende Punkt hierbei. Oh mein Gott. Krass. So. Dann würde ich sagen, in 4 Zügen sind die erst ein Problem. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn... Lyrian! Ich gehe auf den direkt. So, wir können da den Befehl jetzt nicht erneuern, weil wir diese Odo-Karte nicht haben. Wir können die aber auch noch nach oben schieben. Das heißt, wir haben immer noch eine starke Aberlässe. Außerdem haben wir jetzt einen verloren. Das passt perfekt. Er ist jetzt schon 20. Auch super. Das heißt, wir spielen jetzt die... Oh ja, ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Die Sache ist schon... Die haben wir schon in der Tasche, würde ich sagen. Wir können jetzt... Oh, sehr, 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 sehr gut. Wir können jetzt hier auch ihre Fähigkeit nutzen. Ich würde sagen, dann machen wir mal hier Schaden. Sehr schön, dann haben wir die... Behalte dein übles Gift für dich! Dann... Ah, die können wir nicht mehr aktivieren. Trotzdem gut. Gut gelaufen. So. Wir haben noch eine Aberläste. Ja, der Sieg ist schon unser, das sehe ich jetzt schon. Packen wir dahin. Ich brauche ein Ziel. Und können dann das nächste Mal Eik bringen und der tötet den Manticore. Ja, Leute, warum jetzt noch lange fackeln? Machen wir das. Mach dich bereit, wenn du einen Funken Ehre besitzt. Jawohl. Danken wir den Göttern für diesen großen und guten Sieg. In der Tat. Und wenn man natürlich diese entscheidende Schlussfolgerung macht, dass er auf der Hand an Stärke gewinnt, dann ist das natürlich sogar ein relativ einfacher Kampf. Naja. Mit Eik von der Nestle an der Spitze besiegten Mewes Männer den Manticore. Angeblich hörte man den Todesschrei der Bestie vielfach verstärkt durch die Höhlenwände bis nach Spala. Euer Gnaden, ich habe schon viele Monarchen getroffen. Noch niemand war im Kampf so viril wie ihr. Hm. Viril? Das Wort mag ich nicht. Es passt nicht zu einer Frau. Tapfer gefällt mir besser. Aber danke für das Kompliment. Nun sag mir, hast du dich entschieden? Bist du bereit, mir zu dienen und einen Eid darauf zu leisten? Nein, euer Gnaden. Ich kann nur den Göttern dienen. Doch glaube ich, dass sie auf eurer Seite stehen, da ihr heimtückisch überfallen wurdet. Daher möchte ich euch gerne helfen. Dann heiße ich dich in meinen Rängen willkommen, Ritter Eik von Denesle. Der fahrende Ritter verbeugte sich so tief, dass der Wams unter seiner Rüstung krachte. Mewe hoffte, dass er gegen die Nilfgaarder ebenso tapfer kämpfen würde wie gegen die Bestien. Ich bin gespannt. Und da haben wir die Manticore-Trophäe. Ja, großartig. Das ist natürlich in der Kombination jetzt ja richtig stark, oder? Das gucken wir uns direkt nochmal an. Also. Permanente Zähigkeit. Das ist gut, das ist immer bei den Trophäen. Wann immer eine gegnerische Einheit auf dem Schlachtfeld erscheint, füge ihr zufällig 1 oder 2 Schaden zu. Und dann haben wir noch einen Befehl, in die andere Reihe zu verschieben. Das ist extrem stark. Ich nehme mal die Bombe raus. Können wir die dann rein? Ach nee, das, man kann immer nur 1 haben, ne, von den Dingern. Das heißt, wir müssten das Banner rausnehmen. Ne? Hm. Verringert die Abklingzeit um 1. Ist schon auch stark. Aber jetzt will ich die Manticore-Trophäe doch drin haben. So. Und wir haben ihn auch mit drin. Ach richtig, den Plünderer hatte ich ja auch gar nicht rausgenommen.
sondern diese leichte Infanterie. Okay, und jetzt nochmal gucken. Ne? Also, er wird immer gekräftigt. Das wissen wir jetzt, wenn er auf der Hand ist. Also lassen wir ihn so lange wie möglich auf der Hand. So, und im gegen Monster mit Trophäe. Warte mal, wie war das nochmal? Im Kampf gegen Monster. Dann wird er zum Heiligen Krieger. Füge einer Gegenstandseinheit Schaden in Höhe der Stärke dieser Einheit zu, wann immer eine verbündeten Einheit... Ah, okay. Okay, verstehe. Also, er kriegt sogar 2 Stärkepunkte, wenn Schaden gemacht wurde. Gegen Menschen auch 2 Stärkepunkte. Okay, alles klar. Er wird also noch schneller, noch stärker. Das ist ja fantastisch. Ja, krass. Gut, das wird natürlich dann... Aber es ist eine wichtige Schadenskarte. Und wir haben gemerkt, Schaden machen ist tatsächlich... wichtig, weil sehr viele dieser Sonderkämpfe darauf basieren, dass man irgendwie gegen den Schaden macht. Und da ist natürlich die perfekte Karte für. Ja, auf Kosten allerdings eines Schatzes, ne? Warte mal, weil wir... Obwohl, nee, eigentlich können wir den ja auch wieder reinbringen, ne? Was hatte ich hier? Die Meritum-Bombe. Ja, eine Karte mehr als erlaubt. Heile alle verbündeten Einheiten... Und verbessere sie um 2. Das kann auch sehr, sehr stark sein. Naja, gut. Lassen wir das mal drin. So, alles klar. Da haben wir auf jeden Fall einen tollen Gefährten bekommen für die Gruppe. Wir werden uns das nächste Mal auf dem Weg jetzt hier unten im Süden am Flussufer entlang machen. Hier haben wir offenbar noch irgendwie so ein Skellige-Boot. Da ist noch ein Dorf. Und dann kommen wir schon in Richtung unserer Hauptstadt. Unseres Hauptstadtgebietes. Mal schauen, was wir dort erleben werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.